erstmal in Ruhe umgucken. Ja. Alles bekannt hier. Ich weiß ja nicht, ob Sie sie ja noch nicht, aber er hat sie auch noch nicht gesehen, oder? Nee, ich bin sehr beeindruckt. Das habe ich gar nicht gedacht. Das hat also noch niemand gedacht, dass es sowas jetzt noch gibt nach dem Film. Aber es soll so erhalten bleiben, weil ich das so toll finde, weil auch die Menschen, die das gemacht haben, so viel Liebe und alles investiert haben und künstlerisch so schön gemacht wurde, dass es also viel zu schade ist, um ad acta zu legen. Herr Demgen, wie kam es denn dazu, dass die Räumlichkeiten in der Form so erhalten blieben? Das kam dazu, das Haus war ursprünglich nicht mehr bewohnt, etwa seit 10 Jahren nicht mehr. Mhm. Da meine Familie und ich den Herrn Reitz schon kennen seit Heimat 1, zu der Zeit haben wir nach oben in der Schmiede gewohnt, als gedreht wurde und er jetzt gekommen ist, wieder einen Film hier gemacht hat, bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, wenn Sie innen was suchen, was Sie verändern möchten für den Film, so wie Sie es haben möchten, hier ist ein Haus, hier können Sie tun und lassen, was Sie möchten. Und da haben die sich angeguckt, er mit seinem Baumeister, dem Toni Gerd, und hat gesagt, okay, das nehmen wir und das kann ich mir vorstellen, obwohl ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es so schön wird. Denn auch hier die Wand, die Sie sehen, sieht zwar alles alt aus, ist aber alles neu. Hier ist nichts praktisch alt, außer die Balken. Alles andere ist neu. Auch gemalt ist alles neu. Auch die Wand, die Sie hier sehen, auch wenn Sie hier mal ein bisschen gucken, wie künstlerisch das gemalt wurde, hier hinten an diesem Kamin zum Beispiel, ist alles neu gemacht. Auch hier die an der Wand, hier brannte nie eine Kerze, ist alles so gemalt, hier können Sie vorbeifahren, ist kein Ruß, nichts, ist alles so gemalt, als ob hier eine Kerze brannte. Wenn wir hier ein bisschen weiter gucken, das hier ist der Alkoven. Hier ist die Maria drin gelegen. Ja. Auch das hier ist alles neu gemacht, ist also nichts Altes, außer den Balken. Hier sind überall Gasschlangen, das hier ist Filmholz, ist kein richtiges Holz. Die hatten hier Gasschlangen gelegt und dann kam hier, war also hier auch Feuer drin. Funktioniert aber alles noch. Das ist der Stuhl, an dem die gesessen hat. Könnte ich gerne mal reinsetzen. Können Sie auch noch gerne schaukeln ein bisschen. So etwa sehen Sie aus in 40, 50 Jahren, schätze ich mal. So, was hat das für ein Baujahr, das Haus? Weiß man nicht genau, deswegen habe ich am Anfang gesagt, der Ausstatter hier hat es geschätzt, 17. Jahrhundert. Oh ja. Man sagt, genau weiß man nicht, dass dieses Haus schon mal über dem Wald gestanden hat, bevor es hierher gekommen ist. Über dem Wald ist bei uns Daubach, Rehbach, Au dort hinten. Alles, was dort hinten ist. Das ist also hinterm Wald, wie es hierher gekommen ist. Und so hat er auch gesagt, man kann noch nicht sagen, genau wie alt es ist, weil eben damals wurde nichts weggeworfen wie heute. Es wurde alles wieder verwandt. Auch dieser Balken, brauchen Sie keine Angst zu haben, dass der jetzt zusammenbricht, weil der so schief ist, hat mir der Toni Gerd auch gesagt. Wenn Sie hier auf der anderen Seite sieht man es schön, der ist also nicht wie in Moorbach durchs Gatter gelaufen, sondern wurde alle gehauen. Mit Hand gehauen. Und wenn Sie den gerade gehauen hätten, dann trägt der nicht mehr. Sie können nur an den 4 Seiten gleichmäßig wegnehmen, deswegen ist der auch noch so schief, sonst trägt das Holz nicht mehr, wenn es auf einmal zu dünn ist. Was hier nicht echt ist oder im Film zu sehen ist, ist dieser Neustadier. Zünden wir nachher auch mal an. Den hatte der Aussteller Toni Gerd mitgebracht, wollten hier verwenden, war aber dem Edgar Reitz zu schön, zu neu und ein armer Schmied hatte also solch ein Leuchter nicht in seiner Küche. Deswegen ist der in der Küche nicht zu sehen, als der aber verstorben ist und der mir so gut gefallen hat, konnte ich verschiedene Dinge von dem übernehmen und so habe ich auch diesen Leuchter übernommen. Das Fenster, was Sie hier sehen, habe ich wieder zugemacht, weil hier hatten die Filmleute gebrochen. Denn manchmal sieht man so, wie die so, als ob sie über die Brücke gucken.
Deswegen hat man hier das Fenster aufgebrochen, musste aber wegen Nachbarschaft wieder zugemacht. So, auch das hier ist nicht alt, das Haus ist also nicht so alt, haben die extra so gemacht für den Film. Das hier alles, das ist also alles nicht alt, ist alles ganz neu gemacht. Die Hühnerleiter war aber so. Die Treppe ist noch original, ist auch schön, man sieht richtig, ja, wo die Äste waren, wo sie das Holz ja, stabil ist und wie sie ausgetreten ist, die Treppe. Mhm. Bitte schön, Hagen. Ja. So, das hier war ein Schlafzimmer oder ist ein Schlafzimmer. Ist auch original wie Film. Ist natürlich alles neu gemalt. Alles neu gemacht. Das war 3 Abende, bevor er gestorben ist, der Toni. Hat ihm das so gut gefallen, die blaue Wand. Und da haben die 30, der Kameramann, der Gernot und der Edgar, fotografieren lassen, weil diese blaue Wand hat ihm so gut gefallen. Besonders, ja. So, auch das hier ist alles natürlich neu gemacht. Ist also, Balken sind alt, alles andere ist ja neu. Hier steht am Anfang im Film Bett. Normalerweise, sind sie jetzt ein bisschen spät, steht hier dann dieses Modell, das jetzt zurzeit in Zimmern im Heimatmuseum steht bis Juni. Und dann übernehmen sie es. Und dann kommt es wieder hier, hierher. Macht auch Sinn. Und das ist sehr gut gemacht, wenn Sie hier mal sehen, was die meisten gar nicht wissen. Wenn Sie hier sehen, so sehen die Häuser jetzt aus. Mhm. Und die hatten das schon gemalt, das Fachwerk, wie es im Film werden würde nachher. Und das war nochmal der Toni Gerg, der das alles gemacht hat. Ist das hier so dein Bereich jetzt, die andere Heimat? Ja, so, teilweise ist es mein Bereich. Ja. Bei mir ist alles noch, im Haus ist es nicht so schön, sondern wie es wirklich war. Während hier im Museum ist ja alles doch schöner, feiner und wenn man alles so sieht, aufgeräumter. Ja, hier sind die schöne Zeiten von damals ja, so mehr dargestellt. Das sind echte Sachen, sind das schon? Ja, das sind alles Originale, so wie ich es auch ohne in meinem Haus teilweise habe. Die Requisite, Bilder, ja, die Kleider, die Fotos. Ja. Das Foto ist zum Beispiel auch von mir, da sieht man schön, wie von außen das Licht von der Kamera in diese Küche reinfällt, wie mystisch das alles aussieht. Das Modell von Schabach oder vielmehr von Gehlweiler, wie es bei der Repräsentation, wie die Bevölkerung vom Dorf die Menschen anhand von diesem Modell zu sehen bekam, wie ihr Dorf im Film aussehen wird. Auch diese Fotos sieht man hier, schön die Schmiede, wie sie noch vorher war, das Haus vom Henninger und so war sie nachher. Im Film sieht man also ganz wunderbar Gasthaus zur Brück. Doch hier hinter dran die Dorfkirche, dann hier die Schule im Winter. Dann sieht man auf diesem Foto hier so ein bisschen Dorfleben, das Haus vom Nauert, das Haus vom Korbmacher. Und das ist der Vorplatz von der Kirche, von unten wiederum. Das ist die Kirche und das ist, als es Winter war. Ja. Und hier hat das Museum eindrucksvoll auch dargestellt, die Präsentation im Gemeindehaus in Gehlweiler, wie der Edgar Reitz und sein Filmteam anhand von diesem Modell das Filmprojekt vorgestellt haben. Damit wir uns auch im Dorf ein bisschen Bild machen konnten, ja, was alles auf uns zukommt und wie das Dorf dann gestaltet wird. Dieses Modell und auch die ganzen Fassaden vom
Film, hat also auch der Tony Gerg gebaut. Und vielleicht darf ich mal gerade zeigen, das hier ist also die Dorfschmiede, das Haus Simon. Das ist die Scheune da, dazu. Der hatte also das Modell so gebaut, so sieht es praktisch jetzt wieder aus. Und so wurde es dann gebaut, um den Dorfbewohnern zu zeigen, wie es im Film aussieht nachher. Auch dieses Wohnhaus der Familie Simon, so sieht es jetzt wieder aus. Und so wurde wieder praktisch eine Fachwerkwand davor gesetzt. Und so wurden alle Häuser hier im Dorfmittelpunkt verkleidet. Es wurden also 18 Fassaden hergestellt in Gemünden, die dann mit einem Spezialkran hier in der Mitte des Dorfes dann aufgestellt wurden. Und hier sind die ersten Requisiten nochmal dargestellt vom Friedhof bei Riegenburg. Das sind die einzelnen Grabdenkmäler. Und hier ist das Original Mathilde, das von dem Gustav und Jetschens Kind, das dann auch an Diphtherie gestorben ist. Und hier ist noch, wie gesagt, das Originalkreuz, das dann die Kinder, ein Kind zur Beerdigung dann getragen hat. So, und hier sind nochmal Szenen, wie der Film dann gedreht wurde, der Friedhof, wie hier der Edgar Reitz den Spielern erklärt, wie sie zu stehen haben, wie der Schmied zu stehen hat. Ganz eindrucksvoll der Pfarrer, die Dorfbewohner. War schon ein ganz tolles Erlebnis. Und hier sind nochmal so ein paar Fotos vom Winter dargestellt, wie unser Dorf oder wie das Dorf Schabach im Winter dann ausgesehen hat. Hier sieht man noch schön, wie der Schnee gemacht wurde auf die ganzen Dächer im Ort. Spezialfirma hat das gemacht. Und hier sieht man noch, wie alles war. Und hier unten ist noch der letzte Schnee von Schabach, ist mittlerweile schon 3 Jahre alt, ist aber immer noch sehr, sehr gut. Was ist das für ein Material? Erhalten. Das ist also wie so eine Art Zellulose. Das geht also sehr, sehr schlecht wieder zu entfernen. Deswegen hat man auch mit der Filmung des Winters gewartet bis ganz zum Schluss. Hier ist ein kleiner Kinoraum. Ja, der ist ganz wunderbar gestaltet. Hier von dem Heimatmuseum in Zimmern wird gerade gezeigt Ausschnitte aus der anderen Heimat. Ist also für die Besucher, können hier so die Trailer sehen. Hier ist wie gesagt nochmal der Friedhof zu sehen, die Beerdigung. Der Jakob und das Mathildchen und die Mutter, der sich ja der Schleifer das Leben genommen hat. Hier sieht wieder ganz jetzt wunderbar, sieht man also ganz wunderbar wieder Ausschnitte von diesem Kornfeld, das ja extra angepflanzt wurde für den Film, das praktisch 2 Meter hoch ist und man die Menschen darin, wie es früher war, gar nicht erkennen kann. Also ist es ganz wunderbar, kann man da mal eintauchen in die andere Heimat. Ist also sehr wunderbar für Besucher. Das war das Schlafzimmer. Ist auch fast original. Betten waren damals 1,80 nur lang. Mhm. Ja. Bett ist Originalfilm. Kinderbettchen nicht mehr. Das habe ich also wiederum käuflich die Kommode auch erworben. Ist aber so ähnlich wie im Film. Auch die Decke, alles wurde wieder für den Film hergerichtet und gemalt. Das ist original, das wird wieder Sand gestrahlt, dass der Boden alles wieder so ist, wie er mal war. Das hier war das, hier hat also der Jakob studiert oder hier hat er seine Bücher und hat er mit dem Humboldt korrespondiert. Ja. Das hier ist der Repur. Aber ist alles hier auch neu gemacht. Hier war also, das war rausgeworfen, war ein Zimmer. Und das haben die wieder so gemacht, so wie es ist. Das ist der Stuhl, mit dem die Maria immer aufs Feld getragen wurde. Auch die Lappen, das habe ich mir alles wieder
gekauft und die Bücher alle wieder, die sind also nicht vom Film, aber so ähnlich waren sie auch im, ja, okay, im Film. Wir waren auch schon welche aus Museen, die gesagt haben, also so malen würden wir gerne unser Zimmer, aber haben wir niemanden dafür, der das so das malen kann, so wie das hier gemalt ist. Das hier ist das Jetschen, also kurz ausgewandert ist. Dieser Spiegel ist auch noch original. Hat sie nochmal reingeguckt, wie sie dann hier raus ist. Steht noch die Kerze. Ja, alles so, wie sie dann weg ist. Gibt mir hier noch ein bisschen natürliche Struktur. Nein, das ist auch wieder gemacht. Auch alles gemacht. Ist alles gemacht. Alles gemacht. Alles gemacht. Der Ofen stand nicht hier im Film, der stand im Film in der guten Stube, aber die, es war ein Leihstück hier aus der Mühle und die wussten, haben wir dann geschenkt, hat den Gestellsten hier wieder. Das haben wir früher weggeworfen. Weggeworfen, so Ofen. Ja. Das ist wirklich schade. Meiner Zeit. So ja, das ist noch nicht fertig, weil ich war erst am Sonntag. Da war der, wollte eigentlich der Maximilian Schein, der kenne ich auch sehr gut. Hier haben wir natürlich noch ein Zimmer, ist aber im Moment nicht zu benutzen, da ich Wasser abgestellt habe. Können Sie gerne gucken, hier war auch ein Schlafzimmer im Film.